krasse Wurst. Ja, das kommt dabei raus, wenn man mal versucht, ein bisschen verrückteren Scheiß zu machen. Ja. Mit dem fliege ich jetzt erstmal nicht weiter. Der wird jetzt erstmal getrocknet. Deswegen habe ich beim Fliegen immer Küchentücher dabei. Matsch am Telefon, auch nicht schlecht. Ich bin jetzt mal von dem Kameraden hier auf den hier umgestiegen. Das ist eigentlich der gleiche Kopter. Mit, ich glaube, ein bisschen anderer Verkabelung. Also hier die Kabelführung ist etwas anders. Aber sonst ist es eigentlich genau die gleiche Maschine. Und ich habe beim Trip ein Tutorial gesehen, ein Trick-Tutorial. Und zwar den, es war Bartwell und Dings, scheiß drauf. Und es regnet mal ausnahmsweise nicht. Und deswegen kann ich euch mit dem hier noch kurz einen Trick zeigen, den ich gerade am Üben bin. Das ist der Juicy Flip. Den habe ich beim Bartwell und irgend so ein anderer Typ, die haben den gezeigt. Haben den vorgemacht, haben den in kleine Einzelschritte zerlegt und das funktioniert ganz gut. Ich zeige es euch einfach mal. Also. Take-off. So. Der Juicy Flip ist eigentlich ein Trick, ein Stall-Trick. Das heißt, man hängt in der Luft für eine gewisse Zeit und lässt einfach die Schwerkraft so ihren Job machen. Das erste, was man dazu üben kann, sollte, müsste, wäre folgendes. Gerade Ausflug. Und einfach mal hier diesen Frontflip, aber nur einen halben, 180 Grad, und dann in der Luft hängen bleiben. Das heißt, kurz anpanschen, Flip. Und wieder auffangen, auch mit dem Frontflip wieder. Oder man kann es auch mit einer Rolle zur Seite machen oder mit einem Backflip. Aber das Sinnvollste wäre mit Sicherheit, einen Frontflip hinten dran zu hängen. Das heißt, ich zeige es nochmal. Kurz anpanschen, Flip 180, Flip 180 und rausfliegen. Und jetzt ist das natürlich erstmal keine Kunst, sondern die Kunst ist das zwischen Hindernissen zu machen. Ich habe hier so eine Reihe Bäume. Und der zweite Witz an der Sache, der das Ganze ein bisschen besser aussehen lässt auf jeden Fall, ist davor, vor dem Frontflip, ganz langsam den Pitch hochzuziehen. So, also quasi als würdet ihr zum Powerloop ansetzen, aber halt dann nach vorne schnell einen Flip hinziehen. Ich zeige ihn einfach mal ganz kurz. Ich versuche ihn jetzt mal hinzubekommen. Ich übe ja selbst noch. Langsam nach hinten. Das war schon mal fast gut. Am besten geht es natürlich auch noch zwischen Bäume durch, die beiden hier zum Beispiel. Also das heißt ein bisschen, oh nee, das ist mir zu dicht bewachsen. Da lieber nicht durch. Aber ihr wisst, was ich meine, wovon ich rede. Ich probiere ihn einfach nochmal. Also mit Gas, kurz nach hinten. Und dann halt beim Flip natürlich Gas weg. Damit es euch nicht auf den Boden zieht, sondern solange ihr stallt, stallt ihr auch bitte und gebt kein Gas. Weil sonst zieht es euch in den Boden. So, ich fliege den einfach nochmal an hier. Das heißt, kurz nach hinten. So, das kann dabei passieren, gut abfangen. Das heißt, man muss halt auch gucken, dass diese 180 Grad Frontflip, dass der auch wirklich 180 Grad hat und nicht zu wenig oder zu viel. Sonst. So, das ist im Prinzip ein Zurückschauen zu einem Objekt im Flug. Idealerweise auch geht das über den Baum. Ich nehme mal den letzten der Reihe hier. Ja, das war zu viel Kameradrehung eigentlich. Ne, zu wenig, deswegen habe ich nur ein bisschen vom Himmel gesehen. Probieren einfach nochmal. Nee, das war nichts. Gut, ja, ich übe selbst noch, aber das Prinzip ist klar. Der Effekt ist halt dadurch, dass man erst zurückzieht und dann der Beobachter etwas getäuscht wird. Dadurch, dass er eigentlich einen Backflip erwartet oder eine Rolle rückwärts erwartet, eine langsame, aber einen Frontflip bekommt. Jo, dann würde ich sagen, nach 3 Minuten könnte ich auch langsam mal wieder landen. Und dann probiere ich einfach mal den nächsten Akku durch. Wow, das war ein Propeller. Und das Arm. Naja, ich gehe mal spazieren. Der Gelegenheit auch gleich noch ein kleiner, aber feiner Trick. Wenn ihr so wie ich einfach unfähig seid, einen Bass anzulöten
oder euch der Wasser ständig kaputt geht, weil ihr zu viel im Wasser rumgammelt oder ihr aus irgendwelchen Gründen euch kein Wasser leisten könnt. Ihr könnt eure ESCs auch zumindest im BL Heli so programmieren, dass sie nach einer Minute ohne Gaskommando piepsen. Und das ist genau, was meine jetzt machen. Und das ist auch super, um den Copter wiederzufinden. Was jetzt hier ehrlich gesagt nicht so schwierig ist, weil hier gut gemäht ist, aber standardmäßig sind das 10 Minuten. Und man hört, er piepst auch schön vor sich hin und hat einen kaputten HQ-Prop. Okay. Aber das Timeout lässt sich auf eine Minute runterstellen und vor allem lässt sich auch die Lautstärke einstellen in der BL Heli Suite. Genau. Jetzt würde ich sagen, bekommt der Bursche erstmal einen neuen Propeller und dann geht's los. Heilige Maria. Ja. Dann heißt es auf in den Matsch. Wie viele Akkus sind da noch drauf? Ach ja, das ist ja der mit dem kaputten Ampermeter. 57 seconds. Das war nicht viel. Eine Minute, da gehen noch zwei. Flugzeit. Aber eventuell. Ja. Erstmal ein bisschen Wasser. Okay. Die GoPro ist etwas verschoben. Akku ist noch ganz. Vielleicht doch ein bisschen Wasser in die GoPro. Ich heb mir das mal für zu Hause auf. Dann kann ich euch nämlich im nächsten Video einfach mal zeigen, was ich mit sowas mache. Nachdem ich offensichtlich etwas Matsch gefressen habe. Auf keinen Fall gleich wieder einstecken und weiterfliegen. Das muss sauber gemacht werden. Genauso der hier, der könnte auch mal ein bisschen Pflege vertragen. Ist halt so bei Matsch. Das heißt, ich würde sagen, Schnitt.